Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall das Video von Dude mit Maske an. Kanal YouTube Deutschland. Jedenfalls habe ich mir heute mal ein etwas anderes Video für euch überlegt, weil ich dachte, dass es doch mal ganz nice ist, mal etwas anderes abseits von Meinungsblogs zu bringen. Das Ganze heute ist nämlich ein interaktives Video, wo ihr rausfindet, was passieren würde, wenn ihr, also die Zuschauer, Meinungsblogger werden würdet. Ich wünsche euch an der Stelle schon mal ganz viel Spaß dabei. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend, wie das funktioniert. Und falls ihr noch Bock habt, später bei einem Livestream von mir dabei zu sein, ich teste nämlich ab sofort die neue Plattform Trovo, versuche da Partner zu werden. Ich würde mich an der Stelle mega freuen, wenn viele von euch dabei am Start wären. Den Link zu meinem Kanal dort findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Aber fangen wir endlich mal an. Der Start. Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Let's go. Du willst also Meinungsblogger werden. In deinem Leben hast du relativ viel Langeweile. In der Schule bist du einer von den Leuten, die mal sehr viel Kontraargumente gegen andere Leute finden. Und zusätzlich hast du dir letztens erst ein ziemlich billiges Schnittprogramm runtergeladen. Hinzu kommt, dass du einfach ein mega altes Headset hast mit einer richtig krebsigen Audioqualität. Aber hey, so what, Mann? Außerdem hat einer deiner besten Freunde dir eine Website verraten, wo du copyright-free Bilder runterladen kannst. Pixabay? Mich an Splash. Zusätzlich dazu malt dir dein bester Freund auch einen hässlichen Avatar. Da du die ganzen anderen Meinungsblogger verfolgst, denkst du dir, dass es doch eigentlich eine ziemlich nice Idee ist, einfach in genau die gleiche Kerbe zu schlagen. Welches Videothema wirst du denn als erstes behandeln? Oh, die Entscheidung. Du machst ein Video über KuchenTV, Video über die Meinungsblogger. Leute, ihr müsst mitmachen. Welchen Weg wollen wir nehmen? Wollen wir ein Video über KuchenTV nehmen, wenn wir jetzt in Meinungsblog machen wollen? Oder wollen wir ein Video über die gesamte Meinungsblogger-Szene machen? Also ich persönlich würde es fast sinnvoller finden, ein Video über die Meinungsblogger-Szene zu machen. Das hat einfach den Grund, wir wissen doch alle, KuchenTV reagiert immer auf irgendwelche Sachen. Ja, ihr nehmt alle KuchenTV, alles klar, Leute. KuchenTV würde auch auf das Video reagieren, Video über Meinungsblogger. Das heißt, ihr hättet da auf jeden Fall schon mal Aufmerksamkeit. Ich würde auf das Video reagieren, Video über Meinungsblogger. Das heißt, ich bin schon der Zweite, der darauf reagiert. Justin Nero würde mittlerweile auch darauf reagieren. Und Dude mit Maske würde darauf reagieren. Das heißt, die gesamte Meinungsblogger-Szene würde fast auf dein Video reagieren. Währenddessen bei dem Video über KuchenTV nur KuchenTV darauf reagieren würde. Also rein logisch gesehen, was die Aufmerksamkeit angeht, ist Meinungsblogger sinnvoller. Wir gehen hier drauf, okay? Wir gehen hier drauf. Aber wir können dann auch den anderen Weg gucken. Okay? Du hast dich also dazu entschlossen, ein Video über KuchenTV zu machen. Tja, das Ganze ist leider nicht ganz so gut gelaufen, denn Tim hat dich in absolut am Boden zerstört. Was machst du als nächstes in der Situation? Wirst du einfach so weitermachen wie bisher? Oder entschließt du dich dazu, mit den Videos aufzuhören? Aufhören, das wäre ja kacke, wirklich. Also wer aufgibt, der braucht auch nicht YouTube anfangen. Ja, natürlich weiter, Leute. Shadow, ich grüß dich, Bruder. Ganz ehrlich. Wer gibt denn da auf? Also, gut, Floppy, da gibt es nein, wir sind nicht so böse. Aufgeben? Hier schreibt wirklich jemand aufgeben, ne? Wir machen erstmal weiter. Aber wir werden nachher... wir werden aber nachher auf jeden Fall jetzt auch mal ausprobieren, wie es wäre, wenn man aufgeben würde. Leute, ich kann hier nichts reinhauen. Das ist ja wirklich... ganz belastende Geschichte. Du bist die erste Zeit erstmal relativ ruhig, nimmst irgendwie ein Thema nach dem anderen dran, aber dir fällt auf, dass die Themen einfach absolut langweilig sind, weil niemand interessiert sich wirklich über deine Meinung, über andere kleinere Meinungsblogger oder über irgendeinen Nonsens-FAQ über dich selbst. Nichtsdestotrotz hast du schon ein paar Abonnenten gesammelt und dadurch schreibt dich ein anderer Meinungsblogger an und fragt dich, ob du nicht Lust darauf hast, bei einem Meinungsblogger-Battle mitzumachen. Wie entscheidest du dich? Machst du beim Meinungsblogger-Battle mit oder nicht? Also, ich bin ehrlich, ich halte von Meinungsblogger-Battlen gar nichts. Ich finde das an sich gut und da würdest du halt ein bisschen Reichweite bekommen, aber so an sich halte ich davon gar nichts. Ja, wir machen mit, Leute. Du hast dich also dafür... Aber wir gehen nachher auf jeden Fall auch noch andere Wege, Leute. ...schien beim Meinungsblogger-Battle mitzumachen. Du gewinnst so... Klaut das, Tani, angeschrieben. Bester Mann, Bruder. Klaut das, Ehre. Floki, ich grüß dich. Alter, Tobias, moin. Ja, über dieses Meinungsblogger-Battle. Ich meine, die anderen Teilnehmer werfen dir die ganze Zeit vor, dass du eine Justin Nero-Kopie bist, weil du den Hintergrund von ihm geklaut hast. Aber immerhin hast du es geschafft, die Technik zu meistern, wie man seinen Avatar richtig von links nach rechts wippen lassen kann. Dadurch, dass du das Turnier gewonnen hast, knackst du sogar die 1000 Abos. Und weil dein Content sich tatsächlich einfach verbessert hat. Also im Grunde genommen läuft alles perfekt, aber dann kommt ja eine Idee. Das Video gegen KuchenTV damals war ziemlich scheiße, aber Alpha Kevin hat ein Video über Abge gemacht. Und Abge, ey, das ist doch dein absoluter Lieblings-Minecraft-YouTube. YouTuber gewesen oder nicht? Ich muss mal kurz aus dem Off reden. Gibt es wirklich jemanden, der den früher gefeiert hat? Lasst es mich einfach mal wissen, wenn ich... Wer hat Abge gefeiert? Seid ehrlich. Damit ich weiß, wen ich bannen darf. Tobias muss gebannt werden. Floki muss gebannt... Leute, wie viele. Real Talk, das ist echt eine Schande. Wollt bloß mal sagen. Hier seid. Danke. Sogar dein ehemaliger Battle-Rivale Edgy Aesthetic will dir dabei helfen, den armen Olli auseinanderzunehmen. Machst du dabei mit? Video gegen Alpha Kevin, keine Lust auf YouTube. Leute, seid ihr eigentlich behindert? Wenn wir jetzt ein Video gegen Alpha Kevin machen, ich weiß ganz genau, dass ich euch zerpflücken würde. Ihr würdet den Hate des Jahrtausends bekommen. Du hast dich also dazu entschlossen, gegen den armen Olli zu schießen und ihn komplett auseinanderzunehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass du einfach die Meinungsblogger-Szene ein bisschen unterschätzt hast, nachdem meine Wenigkeit dazwischen gegrätscht ist. Natürlich, um die Klicks auf euren Nacken abzustauben. Warst du Teil einer Reaction von KuchenTV und Alpha Kevin hat dich einfach mit einem 35-Minuten-Meinungsblog komplett aus dem Leben genommen. So langsam aber sicher verschwindet damit deine Relevanz in nichts. Aber naja, das war ja noch nicht das Ende aller Tage. Vielleicht bist du ja noch ein guter Minecraft-YouTuber. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Also, ihr werdet dann irrelevant, weil ich halt einfach zu krass bin und euch alle wegflex. 35 Minuten easy. Also 35 Minuten, das würde ich im Leben nicht schaffen, Leute. Und danach suchen wir den nächsten. So ist es, Ecke. Komm, hier, keine Lust mehr auf YouTube. Wir gehen jetzt drauf, keine Lust mehr auf YouTube. Wie schaut's aus? Der Hate von dem KuchenTV-Video war einfach viel zu viel für dich. Also hast du dich dazu entschlossen, mit YouTube erstmal aufzuhören. Deshalb gehst du jetzt deiner zweiten Leidenschaft nach, nämlich Fortnite zu zocken. Du willst Fortnite-Profi werden. Du entschließt dich also dazu, nach dem Video gegen KuchenTV nicht weiter YouTube zu machen, sondern du entschließt dich dazu, Fortnite-Profi zu werden, weil du es mit deinem ersten Video, warum auch immer, nicht geschafft hast, instant 100.000 Abos zu knacken. Dabei hast du doch so gut argumentiert und du hast Kuchen sogar als AfD-Wähler bezeichnet. Mein Gott, ich kann gar nicht verstehen, warum das nicht geklappt hat. Am Ende des Jahres hast du dann dein gesamtes Konfirmationsgeld in Fortnite-Skins gesteckt und versuchst auf Krampf Mod... Dein ganzes Konfirmationsgeld. Wilder Typ. Irgendein Fortnite-Streamer mit 2 Viewern zu werden? Naja, mega nice, Alter. Nice, weitermachen. Ey, wirklich, geiles Ding. Geiles, wirklich hat mir gut gefallen. Der Hate von dem... Okay, wir müssen natürlich auch noch die anderen Wege gehen. Das haben wir jetzt hier schon. Aber hier... Nee, Meinungsblogger-Battle oder das Meinungsblogger-Battle. Nee, wir wollen eher kein Meinungsblogger-Battle starten. Du hast dich also dazu entschlossen, nicht bei dem Meinungsblogger-Battle mitzumachen. Eigentlich eine ganz smarte Idee, weil die Dinger meiner Meinung nach eh nichts bringen und man sich sinnlos die ganze Zeit beleidigt. Du bringst also Maxi, immer weiter Videos über andere YouTuber, aber irgendwie kommst du nicht da unten raus. Du denkst dir also, dass du von den ganzen Lollis ignoriert wirst, da das sowieso nur Kuchenkinder und Kuchenkopien sind. Und deshalb kriegst du wahrscheinlich keinen Fuß mehr auf dem Boden. Naja, schade, aber wie ich hörte, so Cymex einen neuen Editor. Toll. Jetzt haben wir hier schon verkackt, das wollen wir ja nicht. Leute, keine Lust auf YouTube, ganz ehrlich. Und TV-Video war einfach viel zu viel für dich. Also hast du dich dazu entschlossen, mit YouTube erstmal aufzuhören. Deshalb gehst du jetzt deiner zweiten Leidenschaft nach, nämlich Fortnite zu zocken. Du willst Fortnite-Profi werden. Du entschließt dich also dazu, nach dem Video gegen KuchenTV nicht weiter YouTube zu machen, sondern du entschließt dich dazu, Fortnite-Profi zu werden, weil du es mit deinem ersten Video, warum auch immer, nicht geschafft hast. Achso, hier kommen wir wieder zum Fortnite-Video. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt machen wir aber mal ein Video über die Meinungsblogger-Szene. Let's go. Das hatten wir schon, also ja. Das hat was aber damit zu tun, dass das verlinkt dich automatisch dorthin. Dazu entschlossen, ein Video über die Meinungsblogger-Szene zu machen. Tja, und was soll ich dir sagen? Absolut richtige Entscheidung. Dein Video ist nämlich eingeschlagen wie eine Bombe. KuchenTV, Alpha Kevin und sogar Justin Nero haben in ihren Streams darauf reagiert. Leute, der erfahrene Boss ist übrigens hier am Start. Währenddessen die meisten geschrieben haben, mach doch bitte ein Video über KuchenTV. Mach ein Video über KuchenTV. Habe ich gesagt, nein, über die Meinungsblogger-Szene, weil wir alle das Video gucken würden im Stream. Dann würde das übel Reichweite bekommen. So, jetzt habt ihr den Salat. Weil jetzt, wir hätten schon ganz am Anfang hier drauf reagieren müssen. So ein Ding ist das. Und das ist das große Problem. Hier sehe ich wirklich schwarz, wenn ich euch angucke. Deine Abos schießen. Hauptsache Beef, das war mir schon klar. Deshalb richtig schnell in die Höhe und du knackst relativ schnell sogar die 1000 Abos auf YouTube. Hinzu kommt, dass du einfach mega guten Content machst seit diesem Video und die Leute lieben dich einfach. Aber Moment mal, du gehst in deine Twitter-DMs und siehst, dass du eine Nachricht von einem Meinungsblogger bekommen hast. Oh Gott, es ist eine Nachricht von Da Vinci. Ernsthaft? Und der bietet dir sogar eine Kooperation. Nee, immer Animator, ich glaube sogar mit Prime-Abos, die sind noch krasser. Oh, was ist denn das jetzt hier? Es ist einfach Da Vinci mit am Start, Leute. Da Vinci. Oh Gott, es ist eine Nachricht von Da Vinci. Ernsthaft? Und der bietet dir sogar eine Kooperation an. Machst du da mit? Leute, wollen wir die Kooperation mit Da Vinci anfangen? Oder wollen wir die Kooperation nicht annehmen? Leute, es ist eure Entscheidung. Annehmen oder nicht annehmen? Ich schwöre auf alles. Einfach weil Dude immer was gegen Da Vinci sagt. Ist es so, wenn du das Video jetzt nicht annimmst, dann wirst du berühmt. Und wenn du das Video annimmst, dann wirst du nicht berühmt. Nein, annehmen, na klar, ablehnen, ablehnen. Wir lehnen erstmal ab. Video gegen Zwielicht, die YouTuber, Kooperation mit Da Vinci. Wir nehmen erstmal gegen Da Vinci. Du hast dich also gegen ein Newsformat entschieden, sondern entschließt dich dazu, ein Video über extrem zwielichtige YouTuber zu machen. Tja, und was soll ich sagen? Das ist dein zweiter riesiger Erfolg. Das war mir so klar, ohne Scheiß. Hörst du das am Start? Ich grüße dich. Ich war vorhin auf YouTube mal kurz online. Hab dich nicht gesehen, Bruder. Das Video ist mega, also sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Alter, solche kleinen Gags, solche kleinen Insider, die feiere ich brutal. Nach deiner Meinungsblogger-Review. Du redest in einigen Videos über verschiedene Minecraft- und Fortnite-YouTuber, welche wirklich extrem viel Mist am Stecken hatten. Und im Endeffekt deckst du sogar bei einem von diesen YouTubern einen riesigen Skandal auf. In der letzten Meinungsblogger-Review von Baku hat er dich sogar ins S-Tier gepackt. Du entwickelst dich dann also immer weiter, findest andere spannende Formate und beginnst sogar mit Livestreams. Am Ende des Jahres hast du sogar über 50.000 Abonnenten. Über 50.000 Abonnenten, ey, weirder Flex auf jeden Fall. Alles läuft wie am Schnürchen, aber du denkst dir, Mann, bei 50.000 muss ich wirklich etwas Krasses machen. Also, was machst du? Oh, Kanal über Gaming? Kanal über Marketing. Erfolgreiches Denken, oder wie? Leute, ganz wild. Wir gucken erstmal das hier an, okay? Über Gaming. Du hast dich also dazu entschieden, Das geht nur 19 Sekunden, also werden wir wahrscheinlich verkacken. Zweitkanal über Gaming zu machen. Naja, du bist eigentlich in dem Spiel, was du da zockst, relativ schlecht und so entertaining ist das Ganze auch nicht im Endeffekt. Es schadet dir nicht wirklich, aber einen wirklichen Vorteil ziehst du da auch nicht raus. Vielleicht ist es jetzt doch mal an der Zeit, gegen einen anderen großen YouTuber zu schießen. Okay, das hat mir praktisch jetzt gar nichts gebracht. Ich like's aber erstmal hier. Wir machen über Marketing, okay? Let's go, wir gucken mal Marketing an. Das geht 35 Sekunden, let's go, erfolgreiches Denken. Wenn er jetzt nicht erfolgreiches Denken mit reinbringt, dann weiß ich auch nicht. Hat sich also dazu entschlossen. Ey, Denken mit Erfolg ist eine Sache, die nur sehr wenige kennen. Ja, Firegoten kann das zum Beispiel und das ist halt, da beneide ich ihn auch. Da war oben eine Infokarte. Oh shit, da war eine Infokarte, warte ganz kurz. Wir waren jetzt hier. Warte. Und über Gaming, was? Da war oben eine Infokarte. Du hast dich also da... Beef mit großen YouTubern. Hey lol, warum hatten der das als Infokarte reingehauen? Das sieht man doch gar nicht. Du hast dich also... Ah lol! Ah, okay, ey, dankeschön. Baku, vielen Dank, ich hätte es nicht gecheckt, ne? Okay, dazu entschlossen, gegen einen anderen YouTuber außerhalb der Meinungsblogger-Bubble zu schießen. Wer ist es? Entscheidest du dich für Monte, Katja, die alte Skandalnudel oder Unge? Ja, wie grüß dich. Okay, jetzt kann man hier auswählen. Alter, hier sind echt viele Videos am Start. Die meisten haben Katja gesagt. Auch hier schreiben schon viele Katja, weil das hat doch 51 Aufrufe. Der Rest hat nur 13 Aufrufe. Video gegen Katja. Komm, wir gucken erstmal Katja. Du hast gegen die meisten haben jetzt Katja hingeschossen. Katja, die alte Skandalnudel geschossen. Und soll ich dir was sagen? Das war die exakt richtige Entscheidung von dir. Das Video ist komplett durch die Decke gegangen und wirklich alle feiern. Ja, das Ding ist... Warum das durch die Decke geht und warum du hiermit erfolgreich wirst, weil die meisten gegen Katja sind. Wenn du gegen Monte oder gegen Unge schießt, dann wird dein Kanal broke gehen, weil Unge oder weil die Community von Unge dich kaputt macht oder auch die Community von Monte dich kaputt macht. Monte kann sich nicht gut verteidigen. Ja, das ist aber egal, weil die Leute glauben trotzdem das, was Monte sagt. Egal wie. Ja, nicht dafür. Es ist sogar das erste Video auf deinem Kanal mit über 300.000 Klicks. Sämtliche größere YouTuber haben dir recht gegeben in ihren Streams und du bist wirklich richtig gut gelaunt. Bis du eines Tages an deinen Briefkasten gehst und du findest ein Schreiben vom Anwalt. Ist das das Ende deines Kanals? Das Ende. Ja, guck mal an, auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende von diesem interaktiven Video. Wenn ihr Lust auf mehr solcher Videos und Formate habt oder wissen wollt, wie die Story weitergeht, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, spielt nochmal ruhig die anderen Möglichkeiten nach und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Das ist echt richtig geil geworden. Ist richtig geil geworden, macht auch sehr viel Spaß, ist natürlich auch sehr aufwendig. Also es ist im Prinzip, es ist gar nicht aufwendig, weil du musst nichts schneiden oder so. Aber du musst halt alles hochladen und alles, ja, richtig... reinhauen, sage ich mal. Ist eine richtig coole Sache, fühle ich. Und ja, sehr geil. Aber wir gucken jetzt noch die anderen Sachen an. Wir gucken jetzt Marketing natürlich noch an. Ich glaube, bei Unge und bei Monte wird mir halt direkt verkacken. Ich glaube, das müssen wir gar nicht weiter schauen. Aber wir gucken jetzt an, Kanal über Marketing. Ich würde gerne erfolgreich denken. Einen Zweitkanal über Marketing zu machen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, du erfolgreicher Denker, aber irgendwie hast du damit den Firegoten gepullt. Okay, der war nicht schlecht, Alter. Dein Content kommt nämlich überhaupt nicht an und du wirst regelrecht kaputt gemimt von den anderen Meinungsbloggern und YouTubern. Niemand nimmt dich mehr ernst. Ob du daraus jemals wieder rauskommst, ich glaub nicht. Fühl ich. Fühl ich. So Leute, wir machen jetzt mal eine Kooperation mit Da Vinci. Mal schauen, was er jetzt hier sagt, Leute. Du machst also eine Kooperation. Okay, das wird lustig. Let's go. Kooperation mit Da Vinci. Maske ist ja real. Und der macht seinen Weg. Ja, auf jeden Fall. Sehr stabiler Typ. Eismann, ich grüße dich. Kooperation mit Da Vinci und der netteste Morsblogger lädt das sogar auf seinem Hortkanal hoch. What the hell? Wer hätte gedacht? Der netteste Morsblogger. Warte. Da Vinci und der netteste Morsblogger. Der netteste Morsblogger lädt das sogar auf seinem Hortkanal hoch. What the hell? Wer hätte gedacht, dass ein Video von euch beiden über Pietro Lombardi so krass viele Klicks sieht, Mann? Sind am Ende mehrere 10.000 Klicks, 2.000 weitere Abos für dich und du weißt jetzt erst recht nicht wohl mit der ganzen Aufmerksamkeit. Aber du überlegst, wie es bei dir weitergeht. Du überlegst, ein neues Format zu machen. Welches willst du? Ein News-Format? Ah ne, das hier hatten wir ja schon. Video gegen ziellichte YouTuber. Wir machen ein News-Format. Du hast dich also auch dazu entschlossen, ein News-Format zu bringen, weil du gemerkt hast, dass so News über Trash-Formate und YouTuber extremst gut laufen. Du kooperierst mit allen anderen Meinungsbloggern zusammen in den nächsten Monaten und nach einiger Zeit bringst du ein Video über Rape-Crime, wo KuchenTV, Unge und Vic drauf reacten. Es läuft im Endeffekt immer besser bei dir und nach einiger Zeit knackst du sogar die 20.000 Abos. Nach einigen weiteren Monaten fällt dir aber auf, dass die Klickzahlen immer weiter runtergehen und du im Generellen nicht mehr so viel Abozuwachs hast. Das Problem hierbei ist, weil du dich in den anderen Monaten gar nicht mehr mit irgendwelchen anderen YouTubern oder normalen Content beschäftigt hast, sondern nur mit News, dass du einfach gar keine Ideen mehr hast, wie du dich ändern oder verbessern solltest. Naja, anscheinend war für dich der Klatsch und Tratsch von Berlin Tag und Nacht viel spannender als interessanter Content. Hinzu kommt noch, dass du von anderen Meinungsbloggern wie Alpha Kevin in deinen Streams permanent durch den Kakao gezogen wirst. Nach und nach schwappt also dein Hype ab und du verschwindest im Nichts. Aber hey, immerhin bist du mittlerweile Mod bei Herr Newstime. Naja, im Endeffekt kannst du dir... Hey, warte mal ganz kurz, um wen geht's denn jetzt hier so richtig? Wer ist ein Mod bei Herr Newstime? Ist Da Vinci Mod bei Herr Newstime? Durch dein... Ja, das war ein Joke, glaube ich. Ah, das denke ich fast. Die YouTube-Einnahmen zu... Das war kein Joke. Einmal in der Woche einen Döner bei deinem Lieblingsimbiss gönnen. Das ist doch nice. Okay, aber sehr, sehr nice, wirklich. Es war echt geil.